Bing, 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 bing. Also würde ich mal sagen, da freut sich jeder, ja? Wenn er so ein traumhaft schönes Fleisch vor sich liegen hat, ein Rinderfilet in bester Qualität. Schau mal her. Das ist einfach toll. Wirklich megamäßig marmoriert, gut gereift, ein schönes Fleisch. Und es gibt, meine Lieben, ein Rinderfilet, klassisch gebraten, mit einem Umami-Schock. Das ist die Soße, erkläre ich euch gleich. Und Vanillemöhren aus dem Ofen. Okay, erstmal das Rinderfilet. Schau mal, ich klopfe das gar nicht großartig. Ich lasse es so, wie es ist. Und dann wird es gebraten. Und zwar kommt in eine Pfanne, ihr müsst mal schauen, wenig Öl. Und in die Pfanne, also direkt in die Pfanne, das Salz. So, hat den großen Vorteil, dass das Salz jetzt genau da ist, wo ich will. Und zwar in der Pfanne. Oben drauf auch noch ein bisschen Salz. Das gute Schlör. Ja. Nur vom Feinsten. Und jetzt mache ich euch eine Soße. Ich habe das Umami-Schock genannt. Umami deshalb, weil Umami ist dieser Fleischgeschmack. Und diese unglaublich schnelle Soße, die ich euch jetzt zeige, ist total gut und geht schnell. Schau mal her, ein Teil Sojasoße und ein Teil Teriyaki-Soße. So, ein Teil Sojasoße, ein Teil Teriyaki-Soße und dann kommt noch ein bisschen Wasabi-Paste dazu. Und auf die Menge 3 Stückchen Butter. So, und das wird jetzt kräftig eingekocht. Ja, dauert ein bisschen. Zwischenzeitlich das Filet, 3-2-1, einmal wenden. Okay, wir sehen uns in ein paar Minuten wieder, alright? Ach, perfekt. Die Soße auch. Und jetzt zeige ich euch was. Das sind Vanillekarotten, also Butter, Salz, Zucker, Vanille und im Ofen ungefähr 45 Minuten geschmort. Keine Arbeit und puh, saumäßig gut. Okay, zum anderen. Also, diese unglaublich genialen Vanillemöhren auf einen wunderschönen Teller setzen. Okay, jetzt das schöne Rinderfilet. Und meine Lieben, das müsst ihr mir versprechen. Ihr müsst diese Soße unbedingt mal machen. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Wie gesagt, zu Nudeln, zu Reis, zu Fleisch, zu Fisch ist die Soße genial. Obendrauf noch ein bisschen von diesem Fleur de Sel. Tolles Gericht, meine Lieben. Guten Appetit, Feierabend, Blitzrezepte. Aller Christian Henze, lasst euch schmecken.